Wir sind hier, liebe Zuhörer und Zuseher, in der Klosterkirche der Karmelitinnen von Meierling, im Wienerwald gelegen, etwa 4 Kilometer entfernt vom Stift Heiligen Kreuz, in das jüngst Papst Benedikt XVI. Seinen Besuch abgestattet hat und dem Kloster die Ehre gab. In diesem Kloster hier im Karmel von Meierling leben die Schwestern nach der Regel ihres Ordens, der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel. Sie leben im täglich gleichbleibenden Rhythmus von Gebet und Arbeit, von Stille und Kontemplation und in der Abgeschiedenheit ihrer Klausur. Die Kapelle, das ist der zentrale Ort, um den herum sich ihr Leben gestaltet. Gott ist hier an heiliger Stätte. Er ist gegenwärtig im Tabernakel. Er ist gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament des Altares. Und den Schwestern ist es beschieden, gleichsam unter einem gemeinsamen Dach mit dem Herrn zusammen mit ihm und bei ihm zu wohnen. Christus im Geheimnis der heiligsten Eucharistie, das ist das Herz der Kirche, die Mitte unseres Lebens und die Quelle aller Heiligkeit. Das bezeugen alle Großen der Kirche, denn die Heiligung geht vom Altar aus. Heute am 19. Oktober, vor genau 10 Jahren, am Weltmissionssonntag 1997, wurde die heilige Therese von Lisieux zur Kirchenlehrerin proklamiert und damit als jüngstes Mitglied in die Ehrenriege der großen Lehrer der Theologie und der Kirche aufgenommen. Eine Auszeichnung, die die Kirche im Laufe ihrer Geschichte bisher nur bedeutenden heiligen Theologen verliehen hat, etwa einem heiligen Augustinus, einem heiligen Ambrosius, einem heiligen Thomas von Aquin, einem heiligen Bonaventura, einem heiligen Petrus Canisius oder Franz von Sales und wie sie alle heißen. Insgesamt also etwa 30 Männer, die diesen Titel bisher bekommen haben. In jüngster Zeit kamen dazu 3 Frauen. Im Jahr 1970 ernannte Papst Paul VI. Die heilige Teresa von Avila und die heilige Katharina von Siena zur Kirchenlehrerin. Und 27 Jahre später wiederholte dies Papst Johannes Paul II., indem er als 3. Frau Teresa von Lisieux zur Kirchenlehrerin ernannte. Diese Ernennung war nicht nur eine persönliche Auszeichnung der 3 großen heiligen Frauen, sondern das Beispiel ihres Lebens und ihrer Lehre sollte ein besonderes Zeichen und Zeugnis für unsere Zeit bedeuten. Allen dreien gemeinsam ist eine außerordentliche Liebe, ein außerordentlicher Einsatz und Eifer für die Rettung der Seelen. Zweitens eine große Liebe zur Kirche und zum katholischen Priestertum. Und drittens eine tiefe Liebe und Verehrung des Allerheiligsten Altarsakramentes. Und alle drei sind zudem große und größte Lehrmeisterinnen des Gebetes und des inneren Lebens. Es lohnt sich also, in ihre Schule zu gehen. Und so wollen wir uns heute Abend im Folgenden den beiden Lehrerinnen aus dem Karmelorden ein wenig zuwenden und uns ihnen widmen. Und zwar zunächst der heiligen Theresia von Avila. Musik.
Heilige Teresa von Avila, Lehrmeisterin der Liebe zu Gott und zum Nächsten, so würde ich das überschreiben, was ich Ihnen jetzt, liebe Zuhörer und Zuseher, sagen möchte. Niemand von uns hat natürlich diese Heilige gesehen oder erlebt, und doch haben wir von ihrer Person, von ihrer Persönlichkeit ein sehr lebendiges Bild vor uns. Wer einmal versucht hat, in ihren Schriften zu lesen, der merkt sehr bald, hier schreibt jemand, der so schreibt, wie er denkt und wie er spricht. Und zwar lebendig, sehr persönlich, bilderreich. Dazwischen immer wieder eine Hinwendung, ein Lob oder eine Bitte an den Herrn, an seine göttliche Majestät. Und dann geht der Text wieder, oftmals mit einem leisen Humor, weiter auf das ein, was es zu erklären gilt. Es sind vorwiegend Themen, die das religiöse Leben betreffen, aber auch praktische Fragen des Alltags und des Zusammenlebens. Bei all diesen Ausführungen bleibt Teresa immer logisch, nüchtern, klar und einfach, ohne Effekthascherei. Sie besitzt ein feines Gespür für alles Gute und Schöne. Sie findet für jede Kleinigkeit ein herzliches Wort des Dankes. Sie gibt gute Ratschläge. Sie versteht die Kunst, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen. Und sie lebt dennoch stets im Bewusstsein ihrer eigenen Ohnmacht. Wenn etwas Gutes daran sein sollte, schreibt sie einmal, so wisst ihr, dass es der Herr gewirkt hat. Das Schlechte aber, schreibt sie weiter, stammt von mir. Aus jeder Zeile spricht ein tiefer, unverwässerter Glaube. Immer spricht sie groß und erhaben von Gott und seiner Unendlichkeit, vom Geheimnis seiner Anwesenheit in der Schöpfung, von seiner Gegenwart im allerheiligsten Sakrament des Altares und vor allem von der Anwesenheit der Gnade Gottes im Herzen der Menschen. Zugleich ist Teresa ein Organisationstalent mit einem gesunden Hausverstand und stets von Tatendrang erfüllt. Alle diese Fähigkeiten verbinden sich mit den übernatürlichen Gaben zu einer reichen und reinen Harmonie. In einem Alter, wo heute berufstätige Frauen schon an die Pensionierung denken, hatte sie noch eine Fülle von Aufgaben vor sich. Und für diese große Frau gilt es immer wieder, Gott zu danken, dass er sie der Kirche geschenkt hat und dass er sie uns allen als Vorbild vor Augen stellte. Es sind bereits 37 Jahre her, dass die heilige Teresa von Avila in der Peterskirche in Rom von Papst Paul VI. Zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Eine Auszeichnung und ein Titel, der in der bisherigen Kirchengeschichte nur Männern vorbehalten war. 3 Jahre zuvor, am 15. Oktober 1967, also vor 40 Jahren, hatte der Papst bei einer Ansprache an die Teilnehmer des 3. Weltkongresses für das Laienapostolat erstmals öffentlich seine Absicht geäußert, unsere Heiligen diese Würde zu verleihen. Daraufhin gab es 3 Jahre intensive Vorbereitungen durch eine eigens eingesetzte Kommission von Fachgelehrten. 2 Fragen mussten geprüft werden. Erstens ihre Heiligkeit und zweitens ihre Lehre. Nun, ihr heiliges Leben stand ja längst fest und war hinlänglich bekannt. Bereits 40 Jahre nach ihrem Tod wurde sie zusammen mit 4 anderen Männern der Kirche von Papst Gregor XV. Damals heilig gesprochen. Es waren dies damals der heilige Ignatius von Loyola, der heilige Franz Xaver, der Bauer Isidor und der heilige Philipp Neri. Zusammen mit diesen 4 Männern wurde auch Teresa heilig gesprochen. Bekannt und von allen gewürdigt war auch
was durch sie in den letzten 400 Jahren entstanden ist. Ein Reformorden, der sich längst über die ganze Welt verbreitet hat. Therese ist die Erneuerin, die Reformatorin des Karmelordens. Die Übersetzung weiters ihrer Werke in alle wichtigen Sprachen der Welt. Und schließlich als drittes die Tatsache, dass durch die Bekanntschaft mit ihren Werken unzählige Menschen in die Nachfolge Christi geführt wurden. Eines der bekanntesten Beispiele etwa ist die heilige Edith Stein, die durch die Lektüre ihrer Schriften sich bekehrte und von da an wusste, dass sie Karmelitin werden sollte. Heute ist sie heilig gesprochen und Patronin Europas. Wie aber stand es nun mit der Lehre der heiligen Teresa von Avila? Denn das galt es ja auch genau zu prüfen und zu untersuchen. Um den Titel eines Kirchenlehrers zu erhalten, muss die Lehre reich an wichtigen Elementen des Glaubens und der Heiligkeit sein. Vor allem aber muss sie eine Botschaft enthalten von überzeitlichem und stets gültigem Charakter. Das heißt, es ging bei dieser Prüfung um die Frage, was ist das Bleibende, was ist das Immergültige an ihrer Lehre? Was hat diese Heilige auch heute nach 400 Jahren der Kirche noch zu sagen? Das Ergebnis dieser Untersuchung hat der Heilige Vater bei seiner Ansprache vor 37 Jahren, also bei der Proklamation der heiligen Teresa von Avila zur Kirchenlehrerin, in einem einzigen Satz zusammengefasst. Er zitiert eine Stelle aus ihren Werken, wo sie über das Gebet spricht und wo Teresa dabei sagt, ich zitiere jetzt, Gebet ist das Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden und von dem wir wissen, dass er uns liebt. Und dies, sagt der Papst in seiner Ansprache, ist im Wesentlichen die Synthese, die Zusammenfassung der gesamten Botschaft, die Teresa von Jesus uns kündet. Das heißt also, die Freundschaft mit Gott, der vertraute, ehrfürchtige und liebende Umgang mit Jesus Christus und die Notwendigkeit des Gebetes, das ist die stets aktuelle und immer zeitgemäße Botschaft. Natürlich sagen manche sofort, eine Heilige aus dem 16. Jahrhundert, wir haben heute wichtigere Fragen, die auf eine Antwort warten. Die Ökumene etwa, der Weltfrieden, die soziale Gerechtigkeit, die Verteidigung der Würde des Lebens von Anfang an, die innerkirchliche Reform, Strukturänderungen und vieles mehr. Das mag alles berechtigt sein und ist auch berechtigt. Aber die erste und wichtigste Frage, die all diesen Fragen vorausliegt und die all diesen Fragen zugrunde liegt, ist und lautet, wie ist mein Verhältnis zum dreifaltigen Gott? Darum geht es. Oder anders ausgedrückt mit den Worten der Heiligen Schrift, mit den Worten des Herrn, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Alles andere. Schon bei seinem ersten Österreich-Besuch im Jahre 1983 hat Papst Johannes Paul II. Den Finger auf diese Grundfrage gelegt. Er hat in seiner Ansprache vor den österreichischen Bischöfen gesagt, ich zitiere aus seiner Ansprache, Gottes Antlitz ist heute vielen Menschen dunkel geworden und unkennbar. Auch unser Credo, das wir beten, unser Glaubensbekenntnis, unsere Glaubensaussagen, das sind keine Binsenwahrheiten, die ohne dies klar sind. Allein der erste Satz des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, formt dieser Satz wirklich unser Leben?
so fragt der Papst. Und er fährt weiter fort, es wäre eine Illusion zu glauben, alles innerkirchliche Leben würde sich selbstverständlich abspielen in der Zwiesprache mit dem allmächtigen Vater im Himmel. Von dieser Zwiesprache aber hängt letzten Endes alles ab. Von dieser Zwiesprache, das heißt vom Gebet, vom Gespräch mit dem göttlichen Freund. Und genau das ist die Grundbotschaft unserer Heiligen, die immer neue und stets aktuelle Botschaft dieser großen Kirchenlehrerin. Und so können wir mit anderen Worten sagen, Teresa von Avila, das ist für uns die Erinnerung daran, dass die Freundschaft des Menschen mit Gott, mit seinem Schöpfer, das einzige Entscheidende ist. Hier liegt auch der letzte und tiefste Sinn ihrer Erhebung zur Kirchenlehrerin. Sie soll als lebendiges Gedächtnis der Kirche die Menschen stets an dieses eine Wesentliche und Notwendige erinnern. Wenn wir mal selber auf uns schauen heute, dann müssen wir fragen und sagen, wovon ist denn unser Leben heute geprägt? Auf der einen Seite durch eine Flut von Sinneseindrücken und Reizen, die wir gar nicht mehr verarbeiten können und die uns unfähig machen für das Übernatürliche, für das Göttliche. Und andererseits werden wir überschwemmt von einer Woge an Informationen und Daten, auf denen die Menschen allabendlich oberflächlich hinweg surfen. Aber nichts von all dem macht unser Leben wirklich wertvoll, wenn wir unsere zerstreuten Kräfte nicht sammeln, wenn wir sie nicht konzentrieren, wenn wir sie nicht vom unnötigen Ballast befreien und sie auf den hin auszurichten versuchen, für den allein wir geschaffen sind. Nämlich für den ewigen, allmächtigen, dreifaltigen Gott, der all das in Fülle ist, was wir suchen und ersehnen, das Leben, die Liebe, die Wahrheit, das Glück, die Ewigkeit. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Und Theresia sagt es mit anderen Worten, sie sagt, Gott allein genügt, wer ihn besitzt, hat alles. Alles. Die Frage ist aber jetzt, wo finden wir Gott? Wo begegnen wir ihm? Therese sagt, im Inneren der Seele, im Inneren des Herzens. Gott ist im innersten Kern unserer Person anwesend. Er ist in unserer Seele. Die Innenräume der Seele, sagt Therese, und sie vergleicht sie dabei mit einer Burg. Diese Innenräume der Seele sind der Schauplatz für das ganze Heilsgeschehen des Menschen. Hier, sagt Therese, ereignen sich Gnade und Erlösung oder auch Sünde. Und daher kommt auch ihr Eifer um die persönliche Heiligung und um das Seelenheil der anderen. Die Sorge um das Heil der Seele. Nach wie vor heißt es in der Kirche noch und sprechen wir noch von der Seelsorge. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat man das manches Mal sehr schnell als Heilsegoismus abzutun versucht, indem man stets auf die Gemeinschaft als Ganze verwiesen hat. Man flüchtet sich auch heute sehr schnell ins Kollektiv, um sich der persönlichen Verantwortung zu entziehen. Für Therese aber steht eines ganz klar fest. Nicht die Gruppe tritt einst vor den Richterstuhl Gottes, sondern der je einzelne Mensch, für den Christus sein Blut vergossen hat. Und zweitens, sagt sie, wenn wir nicht imstande sind, Gott in unserem Herzen, in unserer Seele zu finden und zu entdecken, werden wir ihm in den Mitmenschen ganz gewiss nicht begegnen. Eine Wahrheit übrigens,
die schon weit vor Theresa der heilige Augustinus ähnlich gelehrt hat. Er sagte damals: Ich habe dich gesucht, o mein Gott, und nicht gefunden. Denn ich habe dich schlecht gesucht. Ich war draußen und habe dich dort gesucht, du aber warst drinnen und hast mich da erwartet. Drinnen, er meint, im Innersten seines Herzens, in seiner Seele. Die ganze Lehre der heiligen Theresa hat nur dieses eine Ziel, den Menschen in sein Innerstes zu führen und ihn die Freundschaft mit Gott zu lehren. Übrigens noch einen Aspekt hat damals bei der Proklamation der heiligen Theresa von Avila zur Kirchenlehrerin im Jahre 1970 Papst Paul VI. Eigens hervorgehoben. Einen Aspekt, der gerade auch für unsere Zeit heute sehr bedeutsam ist, nämlich ihre Einstellung zur Kirche. Theresa hat die Kirche mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Die Kirche ist ja kein abstraktes Gebilde, sondern sie ist ein lebendiger Organismus, der aus diesen kostbaren Seelen besteht. Theresa sieht also die Not. Sie sieht und sah damals in ihrem Jahrhundert die Spaltung der Kirche. Und sie leidet mit der Kirche. Wenn wir heute in die Kirche hineinschauen, dann hat man oft den Eindruck, dass viele an der Kirche leiden, aber nicht mit der Kirche leiden. Sie leiden an der Kirche, indem sie ihr vorwerfen, dass die Kirche zu wenig ihren Wünschen und ihren Ideen entsprechen würde. Und dann wenden sie sich schließlich enttäuscht von ihr ab. Und sie sagen, sie leiden an der Kirche. Theresa war ganz anders. Sie leidet nicht an der Kirche, sondern sie leidet mit der Kirche. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Sie hatte vor ihrer Bekehrung ein durchaus modernes Klosterleben geführt. Eine weitmaschige Klausur, ein bequemes Klosterleben. Ihr Kloster war damals weltoffen und sehr kontaktfreudig. Aber als sie eines Tages von der Wahrheit Christi berührt wurde, empfand sie ihr bequemes Klosterleben als Flucht vor ihrem eigentlichen Auftrag und vor ihrer Sendung. Und da stand sie auf und bekehrte sich. Das Bekehrungserlebnis war letzten Endes der Anblick des leidenden, gekreuzigten Christus. Sie warf das Aggiornamento zur Seite und schuf eine Erneuerung, die nicht Konzession an den Zeitgeist, sondern Anspruch war. Sie fasste einfach den Entschluss, wenigstens die sie umgebende Welt zu durchdringen mit einer echten Erneuerung, um so auf diese Weise dem Glaubensabfall entgegenzuwirken. Am Sterbebett noch klagte sie sich an, dass sie dabei vielfach versagt hätte. Eines aber konnte sie vor ihrem Sterben mit Gewissheit sagen: Ich war immer eine Tochter der katholischen Kirche. Vielleicht noch einmal die Frage, Kirchenlehrerin Theresa von Avila, was bedeutet das? Gewiss, nach der Lehre der Theologen bedeutet dies auch eine zusätzliche Freude für die Heiligen im Himmel, wenn sie mit einem solchen Titel geehrt werden. Aber sonst, weiters, so würden wir fragen, hat das auch etwas mit uns zu tun? Ganz gewiss. Denn die Ernennung zur Kirchenlehrerin bedeutet für uns, dass ihre Lehre, ihre Weisungen, ihr Beispiel und ihr vorbildliches Leben auch unserer Zeit, auch in unseren Tagen, auch für uns moderne Menschen heute im dritten Jahrtausend eine wesentliche Botschaft beinhalten. Freilich hängt das mit der Mühe zusammen,
dass wir uns diese Lehre auch aneignen, dass wir Kenntnis erlangen von den Schriften und Werken dieser Heiligen. Die Ernennung zur Kirchenlehrerin ist also auch eine Einladung an uns zum Lesen ihrer Schriften. Diese fordert gewiss Mühe, wie ja die Freundschaft mit Gott immer etwas kostet. Denn ohne Bemühen, sagt Theresia, erreicht man gar nichts auf dieser Welt. Aber wer entschlossen beginnt, der hat schon einen guten Teil seines Weges hinter sich. Thank you.